in der von vorne. Premium Alkoven. Liner ist es nicht, ne? Der. Sag mal. Herzlich willkommen zu Gömer TV. Ich bin's wieder, euer Philipp. Wir haben hier sehr kalte Temperaturen in Wertheim, aber ich mache mir warme Gedanken. Bestens geht das mit dem Fahrzeug hinter mir. Wir haben nämlich heute den Detlefs Globetrotter XXLA. Den stellen wir euch heute vor. Ein winterfester Alkoven mit Doppelboden, für 6 Personen geeignet und innen drin auch noch sehr, sehr schön, sehr, sehr viel Komfort, sehr viel Platz auch. Eine tolle Rundsitzgruppe im Inneren. Aber ich fackel nicht lange rum. Jetzt gibt's erstmal Highlights und dann sehen wir uns vom Fahrzeug wieder. Bis gleich. Ich hoffe, euch haben die Highlights gefallen. Wir befinden uns jetzt vor dem XXLA und ihr seht hier so einen kleinen Aufkleber auf der Windschutzscheibe. Der weist nämlich auf unsere Hausmesse am 22. und 23.04. in Wertheim hin. Aber wir haben das tolle Event auch in Mannheim, nämlich am 25. und am 26. März. Also schaut gerne bei beiden vorbei. Es wird auf jeden Fall Highlights geben, also ein Event speziell für die Camper angelegt. Es wird auch Highlights geben in Form von tollen Angeboten in Verkauf, Shop, Vermietung und Werkstatt. Also schaut da auch mal gerne vorbei. Aber jetzt genug von der Werbung. Wir fangen direkt an mit dem Fahrzeug. Ich würde sagen, wir starten mal mit den technischen Daten. Das Fahrzeug kommt in einem Grundpreis von 214.299 €. So wie wir ihn hier ausgestattet haben, steht er jetzt mit 251.000. Das Fahrzeug geht auch teurer. Also wenn ihr den voll ausstattet, dann seid ihr gut und gerne mal bei 260.000. Und wohlgesagt, da ist beispielsweise noch keine automatische Hubstützenanlage dabei, die müsste dann noch mit drauf gerechnet werden. Aber trotzdem ein stolzer Preis. Ich meine, wir haben ein Iveco drunter, wir haben Doppelboden, wir haben ein winterfestes Fahrzeug, eigentlich ein sehr stark ausgestattetes Premium-Fahrzeug. Aber der Preis ist natürlich schon stolz. Ihr wisst ja, durch die Preiserhöhungen der letzten Zeit ist das natürlich auch alles ein bisschen höher geworden. Trotzdem schauen wir uns das Fahrzeug mal an. Was gleich auffällt, ihr könnt hier Sonderausstattungen im Wert von 40.000, 50.000 Euro ausgeben. In dem Fall sind 36.000. Da haben wir jetzt beispielsweise das Travel-Paket drin. Dazu komme ich aber noch, was da alles dazugehört. Also beispielsweise eine ambiente Beleuchtung, die Rückfahrkamera, die wir hinten sehen. Dann eine CH-Toilette ist drin mit Keramikschüssel, Sattanlage, ein tolles Elektrikpaket von Detlefs. Also das alles dazu werde ich im Detail noch mal drauf eingehen, aber für euch einfach schon mal zur Orientierung, wo ihr preislich bei diesem Fahrzeug landet. Höhe, Breite, Länge, also Länge von 8,86 m, also unter den 9 Metern noch. Zum Vergleich, wir haben nebendran hier Niesmann und Bischof Flair mit 9,30 m, also 9,27 m. Der ist jetzt ein bisschen kürzer, der ist auch nicht so breit mit 2,35 m, also das sind knapp 5 cm über den Standard-Reisemobilmaßen und wir haben eine Höhe von 3,45 m und die Höhe, die ist auf jeden Fall stolz, das kann man auch hier sehen. Ja, also das ist natürlich schon, da kommt man sich neben dem Fahrzeug schon klein vor. Liegt aber auch ein bisschen am Iveco, der das Fahrzeug generell ein bisschen höher schiebt. Im Serienzustand kommt das Fahrzeug mit 6.700 Kilo, also der technisch zulässigen Gesamtmasse. Den könnt ihr aber auch auf 7,2 Tonnen auflasten. Dann habt ihr nochmal 500 Kilo zusätzliche Zuladung. Und wie gesagt, wenn ihr das Fahrzeug gut ausstattet, habt ihr nochmal 1,2 bis 1,5 Tonnen Zuladung in dem Fahrzeug. Das ist jetzt alles ohne Gewehr. Das ist natürlich immer abhängig von der Toleranz, die ihr dann auch beim Wiegen habt. Aber dennoch sehr, sehr viel Zuladung und dazu noch eine recht gute Anhängelast bei dem Auto. Also das ist mit sehr vielen Dingen vereinbar und kann man wirklich sehr, sehr gut als Reisemobil nutzen. Genau, der Iveco, der hier drunter ist, der hat 210 PS, der ist fest, den könnt ihr nicht anders konfigurieren. Ich selber bin mit dem Iveco im Flair schon gefahren. Ich muss sagen, dass er einen sehr guten Zug hat, aber bei 120 km/h ist halt Schluss. Ich meine, ihr dürft eh nicht schneller fahren als 100, aber trotzdem für euch mal zur Einordnung, wo das Fahrzeug dann ungefähr auch liegt. 3,3 Liter Motor mit Automatik ist dann noch dabei. Also da seht ihr mal. Aber
Wir fackeln nicht lange, wir gehen mal außen rum ums Fahrzeug. Einerseits hier mit der starken Bereifung hier, Ganzjahresreifen haben wir hier 16 Zoll, also M&S-Kennung. Müsste auch das Schneeflockensymbol dabei sein. Genau, da ist es. Das heißt, ihr dürft im Winter mit den Rädern, die ihr ab Werk bekommt, auch fahren. Ihr seht jetzt auch von der Beklebung her, ne? Schwarz, grau mit dem Rot von Detlefs. Das kennen wir, glaube ich, schon. Also ich habe euch den ja schon mal vorgestellt. Jetzt haben wir hier noch Rahmenfenster mit dabei. Das ist in der Serienausstattung enthalten. Und dann haben wir hier schon unsere erste Klappe. Ein durchladbares Fach zum Doppelboden. Komplett durchladbar. Auf der anderen Seite ist das Fach noch ein bisschen größer. Dann haben wir hier einmal Frischwasser- und Abwassertankentsorgung. Auf der linken Seite ist unsere erste Druckwasserpumpe, also Membranpumpe. Wir haben zwei hier in dem Fahrzeug verbaut. Der Gaskasten ist auch noch mit am Start. Da liegt jetzt ein bisschen Krusch drin, also Zubehör, der halt für den Verkauf, weil Diebstahl, ein bisschen abgesperrt ist. Unsere Frischwasserzufuhr. Ja, die ging ein bisschen schwergängiger. Dann haben wir normalerweise unseren Toilettentank, aber ich habe es ja schon gesagt, wir haben einen Fäkalientank und eine Keramiktoilette. Da ist dann auch noch der Entlass. Den Schlauch dann noch zum Nachspülen dementsprechend. Und unsere erste Garagenklappe. Das Tolle ist, ich habe den Schlüssel mal hier. Diese Garagenklappe lässt sich per Zentralverriegelung auf- und zuschließen. Auch eine sehr, sehr große, geräumige Garagenklappe. Ich gehe hier mal rein, ja, also ihr seht schon, da ist schon einiges geboten. Jetzt hier haben wir noch unsere Markisenstange und die Kurbel für die Heckstützen, denn diese Heckstützen, das ist das erste Highlight, die sind auch in dem Travel-Paket XXL verbaut. Da könnt ihr sie sehen, ne, da sind sie drunter. Heckstützen bei dem Fahrzeug eine sehr gute Sache. Wenn es natürlich dann noch ein bisschen besser sein soll, dann können wir euch auch die automatische Hubstützenanlage verbauen, die natürlich dann auch noch viel Sinn macht. Das ist ein sehr cooles Gimmick. Das ist jetzt hier nochmal eine Heckklappe. Das heißt, ich kann das Auto ganz gut von hinten durchladen. Und Niklas, du kannst mal reinfilmen, wenn wir jetzt mal ganz bis da hinten schauen. Ja, da ist nochmal locker 1,5 Meter Raum nach hinten. Das heißt, ihr habt hier eine sehr gute Möglichkeit, um auch mal längere Sachen wie beispielsweise ein Kanu, ein Kajak oder ein Stand-Up-Paddle einfach durchzuschieben. Das ist natürlich durch diese Klappe dann echt toll ermöglicht auch. Anhängerkupplung ist hier auch mit dabei. In dem Fall die andere Klappe. Auch sehr viel Platz. Was diese Klappe jetzt für Maße hat, das werden wir euch noch mal in die Videobeschreibung packen. Ansonsten haben wir hier noch einen Haufen Technik. Ja, wir haben das Elektrikpaket verbaut, das habe ich euch gesagt. Das ist auch nicht günstig. Dazu haben wir einen Wechselrichter mit 3000 Volt Ampere oder Watt, wie man es auch nennt. Und zweimal 150 Ampere Stunden AGM Batterien. Wir haben hier noch nicht das neue Smart Battery System verbaut, was es beim XLi schon gibt. Das ist auch ein kleiner Kritikpunkt, also kein Bussystem, noch praktisch eine rustikalere Technik. Aber zum Vorteil, es ist nicht so störungsanfällig. Das heißt, ein bewährtes System und kann ich euch sagen aus der Praxis, es funktioniert recht gut. Ja, 150 Ampere Stunden mal 2 sind 300. Das heißt, wir haben hier auch eine gute Batteriekapazität. Aber Luft nach oben ist natürlich immer. Detlefs bietet ab Werk eine 100 Watt Solaranlage an. Aber das sage ich euch ganz ehrlich, das ist zu wenig. Für so ein Fahrzeug ist das ein bisschen schwach. Das wäre auch ein Kritikpunkt von meiner Seite. Deswegen haben wir die hier auch weggelassen. Ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr das Fahrzeug konfiguriert oder auch kauft, bei uns nochmal ein tolles Solar, aber auch Batteriepaket nochmal on top dazu packen. Auch mit Lithium wurde hier jetzt nicht gearbeitet. Also das geht dann natürlich beispielsweise bei uns dann noch ganz gut mit dazu. Unsere alte Warmwasserheizung ist hier. Die ist serienmäßig verbaut. Und dann haben wir hier nochmal eine Gasaußensteckdose mit 30 Millibar. Das ist der Standard. Mehr darf es leider auch nicht sein. Und dann hier nochmal unser Stromanschlussfach. Hier unten haben wir so eine kleine Klappe, wo wir das Ganze durchführen können. Und da ist unsere zweite Druckwassermembranpumpe. Bevor wir reingehen, haben wir noch ein wichtiges Fach
hier mit dabei. Und das ist unser Doppelbodenfach von der anderen Seite. Seht ihr mal, sehr viel Platz zum Durchladen. Auch dieses Brettchen hier, das kann ich noch mal rausnehmen. Und dann seht ihr mal, wie viel Platz wir dann hier vorne auch noch haben. Ja, also da geht auf jeden Fall was. Und dann schauen wir uns das Fahrzeug mal von drinnen an, denn da wird es natürlich wie immer am interessantesten. So, herzlich willkommen im Fahrzeug drinne. Jetzt könnt ihr euch mal ein schönes Bild hier machen. Also was hier gleich auffällt und was auch ein großer Vorteil von dem Auto ist, ist diese tolle Rundsitzgruppe. Die ist umgebaut. Ihr habt jetzt trotzdem die Möglichkeit, dieses Mittelteil hier wegzumachen. Das mache ich im Anschluss vom Video. Wenn wir nämlich in den Iveco vorgehen, zeige ich euch das nochmal. Das ist eine ganz, ganz simple Methode. Ihr seht aber auch, ich kann mich hier, ich wiege jetzt ca. 85 Kilo, ich kann hier ohne Probleme drauf sitzen. Das ist ein stabiler Mechanismus und das ist nur zusätzlich angebaut. Aber ganz, ganz simpel. Also wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Auch sonst können wir diesen Bereich hier noch zu einem Doppelbett umbauen. Das heißt, wir haben dann für 6 Personen Schlafplätze. Die Polster habt ihr, denke ich mal, auch in der Heckgarage gesehen. Ich bin zwar nicht drauf eingegangen, aber da lagen sie. Und dann könnt ihr aus diesem Bereich hier noch ein sehr komfortables Bett machen, ne? Und dann haben wir 6 Personen Sitz- und Schlafplätze. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Das ist das Sicherheitspaket 2. Mit diesem Sicherheitspaket 2 bekommt ihr nochmal 2 Dreipunktgurte, wo ihr entgegen der Fahrtrichtung sitzt. Und dann haben wir da nochmal die Möglichkeit, wie gesagt, 4 Personen hier hinten mitzunehmen. Ich sage aber auch schon dazu, das ist nicht wie in die andere Richtung zu sitzen, denn Kindern wird meistens, oder mir ging es damals so, in entgegengesetzter Fahrtrichtung wurde mir leichter schlecht als in die andere Richtung. Aber es gibt auch Leute oder Kinder, die sind da relativ entspannt und denen macht es gar nichts aus. Ich habe zum Beispiel immer Probleme mit Alkovenfahrzeugen gehabt, mit Führerhaus, so wie wir es hier haben, denn ich keine klare Sicht auf die Straße hatte und nicht gesehen habe, was gekommen ist. Aber das ist nur mal so am Rande, so ein kleiner Tipp aus der Praxis. Ich ziehe jetzt auch mal bewusst meine Schuhe aus und gehe mal hoch in das Bett. Hier oben ist jetzt eine Leiter. Ich danke dir. Ciao, ciao. Wir haben hier oben jetzt noch eine Leiter. Diese Leiter kann ich jetzt hier natürlich dann auch noch ganz normal aufhängen. Und ihr seht auch, das ist ein sehr massives Holz. Und ansonsten eine sehr, sehr dicke Matratze. Schaut euch das mal an. Für ein Alkovenbett ist das wirklich äußerst komfortable, dicke Matratze. Schöner Kaltschaum ist das. Ich gehe jetzt hier einfach mal, kann ich hier hoch? Ja, ohne Leiter drauf. Guck mir das Bett einfach mal an. Liege mal Probe. Ich würde mal sagen, das sind 2 Meter auf die Breite. Und mit Sicherheit hier Minimum 1,40, ich würde sogar fast sagen 1,60, also 2 Meter auf die Länge und 1,60 auf die Breite. Auch ein bequemes Bett. Ich habe selber schon mit dünneren Matratzen geschlafen, die bequem waren. Also glaube ich auf jeden Fall, dass das passt. Ein schöner Baldachin, dazu noch dieses Fenster, was reinkommt. Links und rechts haben wir dann auch noch schöne Fenster, wo wir dann eine sehr, sehr komfortable Möglichkeit haben zu schlafen und es kommt auch noch ganz gut Licht rein. Staumöglichkeiten ist in dem Fahrzeug auch jede Menge vorhanden. Hier unsere Dachschränke. Sehr einfacher Mechanismus, also es funktioniert. Auf der linken Seite ein tolles Fenster, auf der rechten Seite auch eins zum Schieben. Und wie man schon unschwer erkennen kann, der Karatec-Fernseher 32 Zoll. Hängt hier nach unten mit den beiden Boxen links und rechts. Da gab es jetzt auch ein bisschen Kritik damals, als das Fahrzeug rausgekommen ist, dass diese Position nicht optimal ist. Meistens ist der Fernseher hier im Eingangsbereich, dass man ihn schön drehen kann. So kann man jetzt allerdings halt von der ganzen Seite, die wir hier haben, auf den Fernseher gucken. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Fan von dieser Variante. Ich hätte mir den auch eher da gewünscht, aber so ist es halt beim Detlefs. Das Fenster, das über uns ist, mit der Ambientebeleuchtung, das ist auch in dem Travel XXL-Paket mit enthalten. Ein sehr, sehr großes, geräumiges Panoramafenster. Die Möglichkeit oder ein ähnliches Panoramafenster können wir auch im Schlafbereich nochmal installieren. Also ab Werk bestellen. In dem Fall ist es jetzt nur hier vorne drin. So, und dann haben wir hier mal unser ganzes Technikfach.
Ihr seht auch schon dieses Bedienpanel, das kommt vielleicht den Kennern von euch bekannt vor, denn das ist schon etwas älter, das gibt schon etwas länger bei Detlefs. Das ist auch mein Hauptkritikpunkt, dass hier die Technik einfach noch nicht so ausgereift ist, wie das bei anderen Modellen bei Detlefs oder auch bei anderen Herstellern der Fall ist. Da haben wir nämlich hier diesen 12-Volt-Knopf. Wir können natürlich alles abprüfen. Ein Vorteil hat dieses System natürlich auch, denn wie ich schon gesagt hatte, habt ihr halt durch dieses System eine sehr, sehr langlebige Struktur. Also ich weiß, dass das System einfach bewährt ist und auch im Großen und Ganzen funktioniert. Es ist jetzt auch nicht fehlerfrei, aber es ist weniger fehlerbehaftet, als das die neueren Bussysteme dann beispielsweise auch sind. Ne, Wärmetauscher haben wir hier. Den können wir anmachen, der tauscht praktisch die Wärme zwischen Motor und Wohnraum aus, also nutzt die Energie, die der Motor hat, bringt sie nach vorne und andersrum. Wenn das Fahrzeug am Strom hängt, kann man praktisch den Motor schon etwas aufwärmen. Dann haben wir hier unsere Warmwasserheizung, das Bedienpanel von der Alde, unsere Duo-Control-System mit Ice-X, was wir anschalten können, und dann einfach noch unseren Victron-Energie-Wechselrichter, also das Digitalpanel, wo ich dann meine Amperezahl, die der Wechselrichter macht, einstellen kann. Beispielsweise, wenn ich auf dem Campingplatz bin, der nur einen 8 Ampere Anschluss hat, dann kann ich hier 8 Ampere einstellen und dann gehe ich sicher, dass der Wechselrichter mir nicht die Sicherung vom Campingplatz raushaut. Ist auch nicht schlecht. Ne? Sat-Anlage ist hier dann, also der Knopf zur Sat-Anlage ist auch noch dabei. Dann haben wir hier noch ein schönes Ablagefach. Du kannst auch mal, können auch gerade mal tauschen. Da können wir noch ein bisschen was reintun. Hier haben wir auch noch mal ein kleines Fächlein, wo Platz ist, und dann beispielsweise einen großen Kleiderschrank inklusive Möglichkeit zum Einhängen der Kleiderbügel. Der Küchenbereich, das ist ja auch das, was ich bei dem Eingangsvideo oder dem ersten Video schon gesagt hatte. Hier hat man jetzt auch viel mit Marmor gearbeitet, auch alles hier ein bisschen in dieser Anthrazit, Grau, Naturholz und Marmoroptik. Mir persönlich gefällt es gut. Lasst uns aber gerne mal in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Einen Kritikpunkt habe ich auch bei dieser Küchenoberfläche. Auch wenn die relativ robust ist und die einen wertigen Eindruck macht, ist es kein Mineralwerkstoff. Denn ich bin eigentlich ein großer Verfechter von Mineralwerkstoff, gerade in einem Fahrzeug mit dieser Preisklasse. Trotzdem haben wir hier unseren Premium-Kocher von Tedford. Schubladen haben wir dabei. Auch da hätte ich mir vielleicht neue Griffe vorgestellt. Ich will jetzt auch nicht zu viel an dem Fahrzeug bemängeln, denn ich finde es in dem Großen und Ganzen ein sehr tolles Fahrzeug, was auch sehr gut funktioniert. Beispielsweise hier diese hinterleuchtete Küchenrückwand ist sehr, sehr schön. Dann haben wir auch hier dieses Tip-Printed, also diese Struktur bei freien Wänden beispielsweise. Ja, also alles, was hier so hellgrau ist, ist dann in so einer hochwertigen Struktur gemacht. Auch hier nochmal schön verkleidet, also wenn ihr einen Blick von hinten nach vorne durch das Fahrzeug macht und andersrum, seht ihr einfach sehr viel Räumlichkeit, sehr viel Wohnlichkeit, wie ich finde. Was allerdings dann hier noch, oder was wir hier noch haben, ist eine sehr geräumige Dusche. Auch da hat man sich an einem klassischen Design gehalten. Das mag jetzt jeder finden, wie er es will. Auf jeden Fall, was mir das Wichtigste ist, ist an der Dusche, dass wir sehr, sehr viel Platz haben. Also ich kann mich einmal komplett drehen und wie gesagt, bin jetzt auch nicht der Schmalste. Das heißt, auch ich kann mich hier gut in der Dusche bewegen. Auch die Stehhöhe, die passt einfach. Ja, wir haben hier locker 2 Meter. Auch hier würde ich jetzt mal sagen, sind es 2 Meter. Also hier sind es bestimmt 2,10 Meter. Also stehhöhentechnisch ist das Fahrzeug echt gut ausgestattet. Wir können dann auch noch die Tür schließen. Ich beweise euch das mal kurz. Ja, jetzt wäre sie zu, die kann ich auch abschließen. Und was hier echt ein Vorteil ist, das haben viele nicht, wir haben hier kaum Spaltmaße. Ja, wir haben hier sogar hier, du kannst mal hinfilmen, Niklas, eine Gummidichtung. Das heißt, dass die Tür richtig schön abschließt. Unten und oben kommt vielleicht ein bisschen Licht durch, aber ansonsten schließt diese Tür echt gut ab und hat nochmal durch diese Gummidichtung so eine Art Schallschutz dadurch. Ne? Wir wechseln einfach gerade mal. Ja, sehr schön geschlossene Tür, sehr gut abgetrennter Raum. Jetzt kann ich hier das komplette Bad nochmal ganz schließen, indem ich diese Tür hier zumache. Auch da
habe ich keinerlei große Schlitze, wo hier Licht reinkommt. Oben ist eine schöne Führung und an der Seite haben wir auch nochmal so ein kleines Holz verbaut, sodass da nichts durchkommt. Finde ich gut. Und dann haben wir hier unseren Badbereich bzw. unsere Toilette. In dem Fall, wie schon angesprochen, eine Keramikschüssel, sehr bequem, und ein Marmorwaschbecken. Also wieder mit dieser Marmoroptik. Und alles, was dann hier noch so hellgrau ist, ist in diesem Tip printed. Spiegelschränke haben wir auch. Spiegel an der Seite ist auch nochmal vorhanden. Und dann kommen wir mal zum Bettbereich. Ich kann dieses Bett jetzt noch zu einem Doppelbett umbauen. Also ich habe hier nochmal so ein kleines Teil, was ich nach vorne schieben kann. Dann habe ich hier einen größeren Liegebereich. Du kannst auch mal sehen, wie dick diese Matratzen sind. Da ist dann übrigens auch das zweite Polster versteckt. Ich lege mich einfach mal drauf. Ja, müssten gute 2 Meter sein. Auf beiden Seiten gleich lang. Hinten eine sehr schöne Lederverkleidung, die wir im XXLA haben. Auf der Seite haben wir noch einen kleinen Flachbildfernseher mit 22 Zoll. Das ist praktisch der zweite. Wir haben auch eine Twinsat-Anlage auf dem Dach. Also die ist ab Werk mit dazu bestellt. Somit könnt ihr auf beiden Fernsehern unterschiedliche Programme schauen. Dachfenster ist hier serienmäßig. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, ein schönes Panoramadach in den Schlafraum zu installieren. Filzoptik auf dieser Seite und auf der anderen Seite auch. 2 Fenster auf beiden Seiten gleich groß. Sorgt nochmal für die nötige Lichtdurchflutung. Und Stauraum haben wir einmal hier ringsherum auch schon en masse. Ich mache hier einfach mal 2 Klappen auf, ne? Hier auch noch. Da geht auf jeden Fall eine Menge rein. Unten haben wir das auch. Einmal ein Fach auf der Seite, ein sehr großes Fach mit wieder Kleiderstange. Unten dann nochmal ein kleines Bodenfach. Das ist dann auch nochmal sehr viel Stauraum. Kannst du mal reinfilmen. Geht sehr weit nach unten. Ideal für Schuhe oder irgendwas. Und auch da ist auch nochmal Stauraummöglichkeit. Da wir einen Doppelboden haben, sprich haben wir auch ganz viel Möglichkeiten, hier nochmal was reinzustellen. Ja, das ist so ein typisches Fach. Das ist übrigens das Fach, das ich von hinten durchladen kann. Könnt auch mal sehen, wie weit es geht. Ja, das ist unser Teppichsatz gekettelt, der auch im Travel-Paket mit drin ist. Da haben wir auch nochmal ein Fach. Das müsste der Frischwassertank sein. Genau. Und ich gehe mal davon aus, dass das dann der Abwassertank ist. Ja, weiß ich jetzt nicht. Sah auch eher nach Frischwassertank aus. Apropos, wenn wir schon dabei sind bei dem Thema, sehr, sehr viel Volumen in den beiden Tanks. Wie viel das ist, seht ihr in der Videobeschreibung. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, deswegen will ich es nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall der Fahrzeuggröße entsprechend oder auch der Premium-Klasse entsprechend richtig, richtig viel. Die Tanks sind auch in den Doppelboden verbaut. Das heißt, ihr habt einen mittigen Fahrzeugschwerpunkt und sind dadurch natürlich elektrisch beheizt und auch isoliert. Selbstverständlich durch den zweiten Zwischenboden. Bevor ich jetzt euch das Fahrerhaus zeige, noch eine kurze Information. Wir haben hier 3 Polstermöglichkeiten und eine Individualpolstermöglichkeit. Das ist jetzt die Wohnwelt Melia. Es gibt auch noch die Wohnwelt Colin, das wäre beispielsweise in Leder. Und dann gibt es noch eine weitere Stoffmöglichkeit, die Serie ist. Das ist jetzt praktisch hier ein dunkler Stoff. Es gibt noch ein dunkelgraues, braunes, also eine Kombination aus dunkelgrau oder hellgrau und braunem Leder, die heißt Colin. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, das individual auszustatten. Ich würde sagen, wir schauen nochmal ganz schnell, wirklich ganz, ganz schnell ins Fahrerhaus. Und dazu müssen wir jetzt nämlich wieder dieses Polster abbauen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie simpel das ist. Ja, das sind eigentlich nur 3 Teile, die wir hier machen müssen. Das ist einmal das Rückenpolster. Das kann ich dann entweder nach oben schmeißen oder sonst wohin, dass ich da Platz habe. Und dann haben wir eigentlich nur noch diese 2 Sachen, also diese 2 Klappen hier, die kann ich einfach von unten, die lassen sich einfach arretieren. Da habe ich so 2 Hebel an der Seite, die ich einfach rausziehe und dann ist das eigentlich schon wieder weg. Und genauso schnell sind sie aufgebaut, einfach rausziehen, hochmachen und fertig ist das. Das Fahrerhaus kann ich auch abschließen. Das ist auch gut gegen Diebstahlschutz, wenn mal einer versucht, durch vorne irgendwie ins Fahrzeug einzudringen, kann ich einfach hier das Ganze zumachen mit diesem Hebel. Jetzt
hängt es ein bisschen. Genau, ich kann euch das auch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Kannst du mal gerade hier hinfilmen, Niklas, guck. Hier kommt dieser Hebel raus und hakt sich dann praktisch in diese Tür ein und ist auch ein stabiler Hebel. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, diese Tür mal schnell irgendwie auszuhebeln. Und dann gucken wir einfach schnell nach vorne. Jetzt sind wir hier im Iveco-Fahrerhaus. Das ist der Iveco Daily. Ein sehr, sehr stabiles Chassis. Ist natürlich ein bisschen auch schwammig, gerade wenn ihr so hoch in der Zuladung seid oder auch so hoch in der Masse im fahrbereiten Zustand. Trotzdem könnt ihr mit dem Fahrzeug ganz gut fahren. Wir haben jetzt hier auch noch Assistenzsysteme, die das Ganze noch unterstützen. Also zum Beispiel Abstandstempomat. Und wie gesagt, wenn ihr den auf 100 km/h einstellt auf der Autobahn und das Fahrzeug einfach mit dem Verkehr laufen lässt, dann ist das echt entspannt. Was ich aus der Praxis sagen kann, ist, dass man auch aufpassen muss, welche Lenkimpulse man gibt. Denn wenn man praktisch einlenkt, dauert es ein bisschen, bis das Fahrzeug reagiert. Ist auch klar, wir haben ja ein riesen Schiff hier auch, das wir dann bewegen. Somit da einfach ein bisschen entspannter fahren. Seitenwindanfällig ist das Auto mit Sicherheit sehr stark, auch durch den Alkoven. Wenn die Luft hier vorne reinprallt, ja, da seid ihr mit Sicherheit auch, was Wind angeht, müsst ihr auf jeden Fall auch aufpassen. Und ansonsten fährt er eigentlich relativ ruhig und ich finde eigentlich auch ein Top-Fahrzeug. Was mir jetzt auch hier gefällt, ist diese automotive Ausrichtung. Auch die Sitze sind sehr bequem. Wir haben hier auch Luftschwingsitze von Iveco verbaut. Das heißt, auch beim Fahren werden kleinere Unregelmäßigkeiten ausgeglichen, also für den Fahrer. Somit habt ihr dann da auch nochmal ein entspannteres Fahrgefühl. Was unsere Kunden auch berichten, ist, dass man nicht so viele Fahrgeräusche hört im Vergleich zu anderen Herstellern. Aber das müsst ihr dann nochmal für euch selber rausfinden. Vielleicht ist der ein oder andere XXLA-Fahrer unter euch, der vielleicht auch selber mal von dem Fahrzeug berichten kann. Das würde uns auf jeden Fall auch interessieren. Also, resümieren wir das Ganze. Das Auto ist meines Erachtens auch ein Unikat, denn ein 6-Personen-Fahrzeug mit Alkoven, mit diesem tollen Raumgefühl, findet man nicht so häufig auf dem Markt und es macht den XXLA auch etwas besonders und ist dadurch auch ein Liebhaberfahrzeug geworden. Wir haben durch den Iveco ein tolles Gefährt praktisch oder ein tolles Chassis, was auch perfekt für diese Zuladungsgröße geeignet ist. Wie gesagt, mit 1,2, 1,5 Tonnen Zuladung, die wir noch übrig haben, wenn wir das Fahrzeug ausstatten, ist echt eine Menge geboten. Auch hinten die Möglichkeiten, der Stauraum, die dieses Fahrzeug bietet, ist den 6 Personen auch angemessen. Also bei der Heckgarage angefangen bis hin zu diesen tollen Stauraummöglichkeiten, die wir hier haben. Und ein Highlight ist für mich wirklich die Rundsitzgruppe und die Wohnlichkeit in dem Auto. Denn wenn ihr diese Tür zumacht, dann kommt ihr euch so vor wie in einer eigenen Wohnkabine und nicht mehr wie in einem Fahrzeug. Und das macht das Fahrzeug aus. Was mir persönlich das Fahrzeug noch abrunden würde, wäre dann wirklich eine automatische Hubstützenanlage. Das wäre mein persönliches, also wäre mir wichtig, das in so ein Fahrzeug noch einzubauen. Denn dann habt ihr wirklich dieses Feeling, dass nichts wackelt und sich dreht durch die Federung von dem Fahrzeug. Ansonsten ist der Preis natürlich stolz geworden. Aber wenn ihr mal überlegt, für Niesmann und Bischof zahlt ihr mittlerweile 380.000 Euro. Und da seid ihr wirklich noch weit unter 300.000 Euro. Dann ist es, glaube ich, auch trotzdem noch ein sehr, sehr faires Angebot. Zumal ihr hier auch mit 6 Personen losfahren könnt. Das war's von uns. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von dem Video findet, wie ihr den XXLA findet und gerne auch, was ihr so euch wünscht oder was euch aufgefallen ist im Video. Wir freuen uns immer über einen Daumen nach oben. Das gibt uns auch ein positives Feedback und hilft uns natürlich auch immer zu sehen, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Und selbstverständlich, ganz, ganz wichtig, das sage ich immer mit einem ironischen Unterton dazu, ist, dass ihr unseren Kanal abonniert. Dann verpasst ihr solche Videos auch nicht mehr und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ach ja, und kommt auf jeden Fall zu unseren beiden Hausmessen in Wertheim und Mannheim.